Die Arbeitslosenquote ist erstmalig seit der Wiedervereinigung unter 6% gesunken. Das hat Heinz-Wilhelm Müller, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Cottbus, heute deutlich hervorgehoben. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Quote ein Rückgang von 13,4%. Das heißt, im April waren fast 3000 Arbeitslose weniger gemeldet als im April 2018. Ja, die Arbeitslosenquote im Bezirk in Südbrandenburg liegt bei 5,9%. Das ist das allererste Mal seit 30 Jahren, dass wir eine 5 vor dem Komma haben. Das ist natürlich sehr erfreulich. Wir haben noch lange keine Vollbeschäftigung. Das heißt aber auch, Menschen in der Lausitz haben eine deutlich größere Chance, in Arbeit zu kommen, als in den Jahren zuvor. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in diesem Monat bei 4,1% und damit weit unter dem Landesschnitt von Brandenburg und Deutschland. Rund 780 Jugendliche im Alter von 15 bis 25 sind arbeitslos. Das sind zwar 33 weniger als vor einem Jahr, trotzdem gibt es mehr gemeldete betriebliche Ausbildungsstellen als gemeldete Bewerber. Jugendliche kennen viele Berufe gar nicht, deshalb sollten Angebote wie Praktika an Schulen genutzt werden, um neue Angebote offenzulegen. Man denkt etwa in der Landwirtschaft, da hat man den ganzen Tag mit Ausmisten von Stellen zu tun und stellt dann fest, das sind Berufe auf einem hochtechnologischen Niveau, Berufe, die durchaus passen, um nur ein Beispiel zu nennen. Aus meiner Sicht gibt es so gut wie keine Berufe, die wirklich unattraktiv sind. Man muss sie nur einfach mal etwas kennenlernen und dann ist auch für Jugendliche eine ganze Menge dabei. Die Arbeitslosenquote soll in der Zukunft noch weiter sinken. Veranstaltungen der Agentur für Arbeit sollen dazu beitragen. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Speed-Dating. Dort treffen sich regionale Arbeitgeber und Arbeitssuchende. Diese Jobaktion findet in allen Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit Cottbus mehrmals in der Woche statt.